Hallo und willkommen zu meinem Playthrough von Pat und Matt. Was auch immer das ist, ich bin mir nicht sicher. Und ich fürchte, es ist richtig scheiße. Ich habe es geschenkt bekommen von einem Freund. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich damit trollen wollte oder ob das ernst gemeint war. Ich drehe erstmal die Soundoption, habe ich bereits runtergedreht. Qualität bleibt oben. Die Musik, ich weiß nicht, ob ihr die hören könnt, aber die ist wunderschöne bayerische Volksmusik. Ja, nicht besonders empfehlenswert. Gut, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Jigsaw Puzzle. Imagination Training. Klingt doch super. Fashion Show, what the fuck? Minigolf, Skill Training. Aha. Car Repair. Autos reparieren, das ist irgendwie die Abenteuer von zwei. Was? Was? ja, das starte ich einfach mal und mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist halt definitiv ein Spiel für eingefleischte Bayern, die gerne am Bauernhof arbeiten. Was ist das? Okay, sieht so aus, als wollen die zwei Kartoffelköpfe hier verreisen. Und das Auto springt nicht an. Doch, ich muss es nicht reparieren. Ja, super, Spiel gelöst. Ich muss das Auto gleich reparieren. Here we go. Ja. ich habe keine Bock mehr, das anzugucken. Ich werde das jetzt wegdrücken. Diese wunderschöne Cutscene. Settlement replace a puncture. Okay. Es sieht so aus, als müssen wir den Reifen ersetzen. Okay, das ist ja schon mal. Oh, meine Kamera geht aus dem Bildschirm raus, in den zweiten Bildschirm. Das ist ja super. Was? Destroy? Ich habe einfach drauf geklickt. Was? Was? Oh mein Gott, das ist wie eine Art schlechtes Point-and-Click. Devastated Tree, remember, do it yourself, spree by pet. Aha. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade angeklickt habe. Das war ein Item. Ich kann nur ein Item gleichzeitig. Ah, alles klar, okay. Also es ist ein Point-and-Click-Adventure mit zwei Figuren und jeder dieser Figuren kann nur ein, das heißt, ich habe quasi nur zwei Inventar-Slots. Das ist ja faszinierend. Die Spielmechanik ist ja unfassbar. Unfassbar. Red Bricks. Okay, dann nimm du mal da die Red Bricks. Awesome. Was kann ich jetzt damit machen? Tu die irgendwie irgendwas, die Steine aufs Auto oder so, ne, das Seil ans Auto, ne, das Seil an den Baum, oh Gott, die Steine an den Baum, was? Steine? Fuck! Was zum Geier? Ich kann... Was, da war auch irgendwas. Ach so, na. Aber hier ist doch sonst nichts. Ja, du Aff! Leg sie halt wieder weg! Oh, schön geschmissen. Genauso wurde sie. Das ist er. Das ist sehr großartig. Okay, das ist eine Axt. Kannst du nicht die Axt? Ja, wahrscheinlich nicht. Das Bike. Hol dir mal das Bike. Fahr einfach mit dem Bike auf deine Alm oder wo du hin willst. Dann hol dir die Bretter. Mach halt! Aha, da kommen wir der Sache doch schon näher. Eine Motorsäge. Eine wunderschöne Motorsäge. Vom Typ MP001. Ja, los. Mach deinen Gartenzaun platt. Symbole einhändig. Not bad, not bad. Junge, du hast gut drauf. Ja, nimm die. Ja,
tu sie halt erst weg, die Kettensäge. Jetzt kannst du. Nimm die Planken und tu damit was? Das Fahrrad. Das Auto. Die Kettensäge. Ich bin ein bisschen überfordert. Holz zu Holz. Seriously? Hä? Ist bevor man in Action. Alles klar, der macht jetzt irgendwas, kommt aber nicht alleine weiter. Und der andere muss ihm jetzt helfen. Nicht mit dem Seil. Todesseil wieder weg. Oh mein Gott, warum habe ich nicht. Dann hol die Steine vielleicht. Okay, auch kein. Schön geworfen. Ja, hilf ihm halt, du Aff. Hä? Die Axt, die Kettensäge. Das Fahrrad, das Auto. Großartig. Jetzt hängen sie da beide und machen beide nichts Anständiges. Hört auf damit. Was willst du? Hör auf damit. Leg die Bretter weg. Verdammt. Warum habe ich kein Inventar? Okay. Nein! Was habe ich gemacht? Was ist jetzt passiert? Wo ist er hin? Oh Gott. Da hinten steht er, hinter dem steht er. Du sollst an das Auto. Genau. So. Jürgen, zeig mir doch nicht was. Ich hab's gerafft. Alter, dieses Spiel. Nein, du, leg das komische, was auch immer das ist, weg. Und jetzt hilf ihm. Also. Um das Ding jetzt einen halben Meter zu schieben, was hat mir das gebracht? Ihr habt das Ding jetzt einen halben Meter. Ich meine. Hey, gut, Toolbox. Wie wär's mit Toolbox nehmen und Auto reparieren? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe. Wofür zum Teufel brauche ich die Toolbox, wenn man damit nichts machen kann? Stell sie halt wieder weg. Wenn ich doch wüsste, du kannst hier irgendwas an diesem Baum machen. Mit. Was ist jetzt los? Nee. Du kannst hier irgendwas an diesem Baum machen mit diesen Brettern. Hol dir die Bretter, mach irgendwas an dem Baum. Wenn ich jetzt wüsste, was der da vorhat, könnte ich dem ja vielleicht helfen. Aha. Nahaha, lustig. Ich weiß nicht mal, was ihr denn machen wollt. Baut ihr jetzt ein Baumhaus? Ich dachte, ihr wollt das Auto reparieren. What the fuck? Ah, ihr wollt das Auto hochheben. Habt ihr keinen Wagenheber? Anscheinend nicht. Okay. Idioten. Ja gut, wer ein Auto hat mit Kurbel vorne dran, wo aus irgendeinem Grund die Kurbel verschwunden ist, der hat auch keinen Wagenheber. Okay. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ich bin... Kennsäge und Auto vielleicht? Ja? Nein? Kennsäge? Macht das Auto einfach platt, dann könnt ihr nicht mehr... Ja, schade. Das Seil. Ja. Hol das Seil. Mit dem Ball dran. Und mach's da dran. Ich verstehe. Wir kommen des Rätsels Lösungs näher. Los, Backsteine. Die sind bestimmt schwer genug, um das Auto hochzuheben. Raffiniert.
rafft er leider nicht. Muss der andere dem helfen. Nee, muss er nicht. Bestimmt ist er nur zu blöd, sich das Werkzeug zu holen. Nee, auch nicht. Was bleibt mir denn noch anderes übrig? Ich kann auch gar nichts mehr machen. Backsteine, Seil, Kettensäge. Bestimmt die Backsteine durchsägen.